Hallo, mein Name ist Dr. Christina Kruse und ich bin heute in einer Zahnarztpraxis, denn ich möchte euch erklären, was zum Henker ein Artikulator ist. Hallo, mein Name ist Dr. Christina Kruse und ich bin heute in der Zahnarztpraxis, um euch zu erklären, was ein Artikulator ist. Ein Artikulator ist ein Kausimulator, wie dieser hier zum Beispiel. Und dieser Kausimulator dient dem Zahnarzt, aber vor allem den Zahntechniker, Werkstücke zu erstellen, die ihr benötigt. Krummenbrücken, Prothesen oder vielleicht sogar eine Zahnschiene. Ihr könnt euch sicherlich erinnern, wenn ihr denn mal beim Zahnarzt wart, dass vielleicht auch mal ein Abdruck gemacht wurde, entweder mit einer Masse oder schon digital mit einem Scanner. Und daraus entstehen dann solche Gipsmodelle. Die können blau, gelb, grün, ach, da gibt es Millionen von Farben, denn der Gips hat unterschiedliche Härtegrade. Das erzähle ich aber euch ein andermal. Jedenfalls ist es so, dass wenn der Zahntechniker mit diesem Kausimulator arbeitet, der hier den Oberkiefer, hier den Unterkiefer simuliert und diese beiden Teile hier simulieren euer Kiefergelenk, dann kann man nämlich hier Bewegungen ausführen. Die sehen auch alle völlig anders aus und können unterschiedliche Sachen. Das würde jetzt wirklich zu sehr in die Tiefe gehen. Aber ich habe euch ein Video gemacht zum Thema arbiträrer Gesichtsbogen. Der arbiträre Gesichtsbogen ist ja dafür da, um zu wissen, wie man euer Gipsmodell in diesen Artikulator hier reinbekommt. Und wenn dieses Modell dann einmal hier drin ist, dann kann euer Werkstück mitsamt dieser ganzen ausführbaren Bewegung geprüft werden, angeschaut werden, der Biss kann überprüft werden, das Kaufverhalten kann überprüft werden und so entstehen dann eure schönen Kronenbrücken, Prothesen, Schienen, Implantatkonstruktion und was auch immer und ihr müsst nicht live ins Labor fahren, könnt ihr natürlich immer gerne tun und mal gucken, was die da so treiben, das ist wirklich einzigartig. Aber damit ihr eben nicht eine Woche lang im Labor sitzen müsst und die ganze Zeit den Mund aufmachen müsst, gibt es eben Kausimulator, Gipsmodelle und dann kann man das wunderbar für euch prüfen. Ich hoffe, das war gut verständlich. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich wünsche euch noch einen sonnigen Nachmittag und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.